Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Für euch noch ein kleiner Schnitt, denke ich. Ja, das letzte Mal ein bisschen abrupt geendet, weil ich einfach keine Zeit mehr hatte, nachdem die Kämpfe hier so lang gingen. Und jetzt wollen wir doch trotzdem mal alles in Ruhe looten, nachdem das so lange gedauert hat. Ich wollte gerade sagen, der Bildschirm verzieht ein bisschen. Jetzt weiß ich auch weswegen, die ganzen Drogeneffekte. Und wir sind wahrscheinlich stark abhängig von irgendwas. Und ich sehe gerade, wir sind auch stark fast tot deswegen. Aber wir können gegenheilen, deswegen alles halb so wild. Ja, ein Dichtventilator, der sich wahrscheinlich schon seit 100 Millionen Jahren dreht. Jetzt sag nicht, ich bin überladen wegen dem technischen Dokument. Könnte auch Buffout sein. Ja, Buffout wirkt nicht mehr. Dann hauen wir uns nochmal einen Buffout rein. Ja, wir haben ja einiges an Items auf Seite geworfen. Und wir gehen erstmal noch hier hoch, denn hier haben wir zuletzt dann ein bisschen hektisch, muss ich zugeben, die letzten Gegner platt gemacht. Und vor allem die Minigun hier liegen lassen. Das tut mir halt noch so ziemlich weh, die hier liegen zu lassen. Aber wir können auch nicht wirklich mehr machen. Wir haben Tessas Faust dafür bekommen. Vierfache Robustheit. Irgendwas für die Powerrüstung, denke ich. Wir haben aber auf jeden Fall auch Tessas Notizen bekommen. Und die möchte ich gerne mal lesen. Die haben wir beim letzten Mal dann total vergessen. Ich bin auch recht froh, dass ich mich gerade recht random dran erinnert habe. Tessas Holoband. Jahre in der Bande und ich arbeite mir den Arsch ab, genau wie du. Und dieses Minuteman-Arschloch wird einfach nur zum Verräter und schon macht ihn Captain West zum Anführer der Einheit? Das ist Bullshit und das weißt du. Sag nicht, dass du dem Typen traust. Ich war vielleicht ein Raider, aber ich habe nie meine Leute so hintergangen wie Clint. Er hält uns getrennt, damit ich dir nicht helfen kann, wenn er dir irgendwann meine Knarre an den Kopf hält. Pass auf dich auf, Baker. Tessa Ende. Ja, wir haben alle drei kennengelernt. Tessa, Baker und Clint. Clint liegt da hinten irgendwo. Baker war auf dem Dach irgendwo. Und ja, die hatten wohl so ein bisschen Stress in ihrer Clique. Ist eigentlich kein Vergleich, was die für einen Stress hatten, im Gegensatz zu dem, was ich dann da gemacht habe. Wir versuchen es. Ja, ich habe gedacht, das geht übel aus, aber war ganz cool. So, ja, ich bin auf der Suche nach dem Polizeirevier, wobei wir erstmal weiter looten wollen. Looten ist ja gar nicht mehr so gut, nachdem unser Inventar fast voll ist. Aber wir gucken mal, dass wir noch ein bisschen was mitnehmen. Ja, wir haben ja wirklich sehr viel Widerstand hier gehabt von Gegnern. Und ich würde auch gerne mal in die Kapelle gehen. Jetzt bin ich schon wieder nach unten gegangen hier. Ja, ich glaube, in der Kapelle könnten wir noch was ganz Cooles finden. Vielleicht sogar einen Wackelkopf, weil das Gebiet war ja jetzt wirklich wahnsinnig groß. Und dadurch erhöht sich zumindest in meiner Ansicht die Wahrscheinlichkeit, dass hier fetter Loot versteckt ist. So, Baker. Ja, das ist Bakers Fatman. Den lassen wir aber trotzdem mal liegen. Bakers Kopf ist leider weg. Der scheint despawned zu sein. Ah, nee, der wurde einfach nur hier runtergewirbelt. Ein Uchanka hatte er, aber hat ihm nicht viel gebracht. Schlagstock, meh, bringt ihm auch nichts mehr. Ein Besen, ja, den brauchen wir auch nicht. Und kann man hier... Ah, nee, ich habe gedacht, vielleicht könnte man hier ein Zuhause draus machen. Weil das finde ich echt geil, sich in so einer alten Kapelle niederzulassen. So, Orte haben einfach viel Stil, finde ich. Kapellen und so eine Kacke. So, nehme ich. Guter Safe. Kann man nicht dran meckern. Früher hatte ich recht viele Kunden aus der Gegend hier. Offenbar verschwinden die Leute lieber, als in Quincy zu leben. Ja, das glaube ich. Also... Na gut, Quincy wird nicht so gewesen sein, wie es jetzt ist, weil darauf wollte ich meine Aussage aufbauen, aber trotzdem. Die Leute haben sich wahrscheinlich nicht viel geändert. Menschen sind immer gleich, genau wie der Krieg. Und wir hören voll das komische Grillengezirp im Hintergrund. Jetzt ist weg. So, hier ein Mikroskop. Da sind wahrscheinlich wieder so Glasfaseroptiken dran, die wir so dringend brauchen. Und hier haben wir ein Terminal. Sturgis. Sturgis? Das hier war das alte Minuteman-Quartier. Und wir haben ja schon gesagt, dass hier einer gemeutert hat. Also gesagt bekommen. Ich habe ein neues Projekt. Ich habe vorhin ein paar Freunde in der Atom Cats Werkstatt besucht. Und die haben mir ein paar günstige Powerrüstungen angeboten. Ziemlich mitgenommen, doch die bekomme ich auch wieder hin. Wir mussten aber eine hier zurückschleifen, weil sie nicht startet. Nicht mal mit einem neuen Fusionskern. Ich muss mich noch bei Fenton für seine Hilfe bedanken. Vielleicht zahle ich seinen offenen Rechnung im Hole in the Wall. Im offenen Rechnung im Hole in the Wall. Naja, vielleicht ein Teil davon. Mama Murphys Vision.
Mir gefällt das nicht. Mama Murphy hockt in ihrem Zimmer, seit der Händler vorbeigekommen ist. Sie hat einen dicken Vorrat an Cams und als ich nach ihr sehen wollte, hat sie wieder vom dritten Auge erzählt. Sie meinte, sie hätte gesehen, wie die Stadt umzingelt und dann überrannt wurde. Unsere Leute tot auf der Straße oder gefangen. Es klingt verrückt, aber sie hatte auch früher schon öfter recht und wir haben Jackson überreden können, die Minutemen zu rufen. Ich hoffe nur, dass es nicht zu spät ist. Die Minutemen. Cole, keine Ahnung, Colonel, weiß ich nicht. Hollis kam gestern mit den Minutemen angerollt. Und zwar keine Sekunde zu früh. Hat die Gunner von hinten erledigt und sie zu den Hügeln getrieben. Marcy hat einen Aufstand gemacht, weil so wenige da waren. Aber der Colonel hat uns versichert, dass noch weitere kommen werden. Unterdessen hat Preston mir und Sloan geholfen, die Mauern zu verstärken. Schade, dass die Powerrüstung wieder am Eimer ist. Wäre auf jeden Fall hilfreich, um den ganzen Krempel zu tragen. Baker, ja. Sergeant Baker hier, anscheinend funktioniert dieses Terminal noch. Dieser Schrauber hat hier ja eine nette Einrichtung. Ich bin beeindruckt, wie gut Clints Plan funktioniert hat. Oder sollte ich Leutnant Clint sagen? Nachdem er die Unterstützung erledigt hatte, konnten wir direkt auf den Highway stürmen, im Schutz der Dunkelheit. Und dank des Höhenvorteils hatten wir in weniger als einer Stunde alles im Griff. Eine Gruppe konnte aber entkommen. Hätte der Leutnant nicht einen Trupp hinterhergeschickt, wäre Tessa wohl ausgeschert. Und hätte es allein erledigt. Wenn wir die Powerrüstung reparieren können, wird sie sich vielleicht auch wieder abregen. Ja, das ist die Geschichte zum Hinterhalt hier gewesen. Aber davon hat Sturgis uns definitiv erzählt. Hier schöne Gefangenenwagen. Können wir hier drin irgendwas Besonderes finden? Nee, Nudelschalen. Nee, danke. So kann auch mit ekligen Nudelresten, die da wahrscheinlich schon mehrere hundert Jahre drin liegen. Aber eine Splittergranate nehme ich mit. Jetzt haben wir schon 9 Stück, 9 OP-Explosionen. Und das hier ist die Pharmacy, das heißt, hier müssten wir coole Loots bekommen. Wow, ich habe gerade gedacht, wieso sieht nichts so anders aus? Ja, immer mehr Gunner-Soldaten hier, aber die haben auch keine Chance mehr. Das sind einfach nur noch die versprengten Reste von denen. Eine Kamera, da haben wir wahrscheinlich auch wieder eine Optik drin. Ein Bunsenbrenner, keine Ahnung. Nehmen wir mal nicht mit, weil schwer. Longs Terminal. Ja, hier hat wahrscheinlich der komische Junkie gearbeitet. Mama Murphy. Ich kann nicht glauben, dass der Bürgermeister Jackson wirklich versucht, die Minutemen basierend auf Mama Murphys wahnsinnigen Drogenhalluzinationen herzuholen. Marcy wollte ihm erklären, dass sie nichts weiter als eine alte Verrückte ist und wir ihr keine Camps verkaufen. Aber sie konnte sogar Sturgis überzeugen. Jetzt müssen wir eine Gruppe Schnorrer mit Lasermusketen unterbringen und verpflegen, ohne was dafür zu bekommen. Kyle ist schon ganz aufgeregt und ich werde ihm erstmal stecken müssen, dass die Minutemen überhaupt nicht nicht den Geschichten entsprechen, die er über sie gehört hat. Sie hatte recht. Unglaublich, sie hatte wirklich recht. Sloan und Irma waren gerade mit der Reparatur der Mauern beschäftigt, als sie sie beim alten Lagerhaus rumschleichen sehen. Wir versuchten sie zu verscheuchen, aber sie stießen über die Treppe der Einschienenbahn vor. Als es dann gerade so aussah, als würden sie durchbrechen, sind doch wirklich die Minutemen aufgetaucht und haben sie vertrieben. Sie werden von einem gewissen Colonel Hollis angeführt und Kyle ist vor Ehrfurcht absolut ergriffen. Er sagt, er will sich ihnen anschließen, wenn er älter ist und läuft ihnen die ganze Zeit wie ein kleines Hündchen nach. Es ist nicht zu glauben. Keine der Verstärkungen, die Colonel Hollis versprochen hat, ist aufgetaucht. Die Gunner versuchen jetzt täglich neue Möglichkeiten zu finden, durch die Mauer zu brechen. Und was noch schlimmer ist, während Kyle die Minutemen-Patrouillen hinterherlief, hat er eine Kugel ins Bein bekommen. Der Knochen wurde nur angekratzt, aber er wird Probleme mit den Genen haben, wenn wir das hier überhaupt irgendwie überstehen. Da ist irgendwas im Busch. Zuerst dachten wir, ein weiterer Minuteman wäre gekommen, da es schien, als hätte Colonel Hollis ihn erkannt. Die beiden unterhielten sich dann mit Bürgermeister Jackson. Keine 10 Minuten später ging der Mann und Colonel Hollis folgte ihm bis zur Mauer, wobei er ihm die ganze Zeit zubrüllte, was er mit den Deserteuren machen würde. War das jetzt ein Minuteman oder nicht? Ja, noch mehr Informationen von der Familie Long. Ja, Familie Long hat hier was. Nicht so interessant, aber immerhin ein bisschen Loot. So, wir müssen dran denken, dass wir... Das war wahrscheinlich Kyles Zimmer. Ja, wir müssen dran denken, dass wenn wir hier fertig sind im Polizeirevier... Erstmal zur Red Rocket Raststätte gehen und dort ein bisschen was auf Seite packen. Und jetzt bin ich schon wieder hier oben. Ich will eigentlich wieder nach unten auf die Ebene, weil da war auch die Polizei. Die müsste theoretisch genau hier neben sein. Cocktails.
Ja, da kommen wir durch ohne Probleme. Na super. Ja. Ja. So, da haben wir einen gelaserten Gunner-Soldat. Ja, nur noch ein Haufen Asche. So muss das sein. Nachdem die hier so eine Scheiße abziehen. Super duper Mart. Schon der zweite, aber der ist geschlossen. Da kommen wir. Ja, vielleicht kommen wir da doch rein. Aber wir werden nochmal Buffout nehmen. Buffout. Danke. So, Polizeiterminal. Genau, hier waren wir schon mal, haben aber nicht so viel gemacht. Die Skorpione. Benutzer, lass mich endlich tippen. Ja. Die Skorpione. Es ist total sinnlos. Wir sind runter zum Parkplatz und haben ein paar Skorpione getötet. Aber heute sind es schon wieder genauso viele wie gestern. Wir töten sie, sie kommen zurück. Wenn wir sie in Ruhe lassen, lassen sie uns auch in Ruhe. Aber Clint will, dass wir sie von dort vertreiben. Baker. Habe am Parkplatz ein paar Sprengsätze platziert, damit ich mal Pause machen und ins Lager gehen kann. Die Powerrüstung, die wir in der Kirche gefunden haben, hat ordentlich was von den Skorpionen abbekommen. Also hat Baker mir geholfen, sie ein wenig auszubessern. Ich wollte ihm schon sagen, was ich für ihn empfinde, aber dann kam der Trupp, den wir den Siedlern hinterher geschickt hatten, zurück. Danach war die Stimmung irgendwie nicht mehr passend. Ja, das ist wahrscheinlich von Tessa. Dieser gottverdammte Clint. Ich glaub's verdammt nochmal nicht. Dieses Arschloch Clint hat die Minutemen mit den Siedlern entkommen lassen. Er sagt, sie seien ihm durchs Netz gegangen. Aber woher wissen wir, dass er nicht eine Seite gegen die andere ausspielt? Er hat eins die Minutemen hintergangen. Wie können wir da sicher sein, dass er jetzt nicht uns für einen besseren Deal hintergeht? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Captain West diesem Arschloch das Kommando gegeben hat. Das ist wahrscheinlich das. Die Befehle kommen direkt von Captain West. Ah, wir müssen da bleiben. Können wir das mitnehmen? Ja. Bakers Holoband werden wir mal hier einbauen. Baker bei B. Schau, Tessa. Die Befehle kommen direkt von Captain West. Clint hat hier das Sagen und so ist es nun einmal. Wenn du hier weiter große Reden schwingst, wird er an dir ein Exempel statuieren, um zu zeigen, dass er noch immer der Boss hier ist. Warum meinst du, dass er gerade dir aufgetragen hat, dich um die Skorpione unten im Super-Duper-Markt zu kümmern? Vielleicht bist du damals bei den Raidern mit so einem Mist durchgekommen, aber bei Gunnern zählt die Befehlskette. Außerdem hätten wir ohne ihn Quincy nicht einnehmen können. Und dann hättest du diese tolle Powerrüstung nicht, also reiß dich zusammen. Baker Ende. Ja, also da gab es Stress im Paradies, wobei ich mir jetzt nicht mehr sicher bin, ob das jetzt die Aufzeichnungen von Tessa auf dem Computer waren oder von Baker. Und hier unten sollen wohl Skorpione sein, die sich nicht vertreiben lassen. Das klingt nach einer Aufgabe für einen Minuteman oder für ein Mitglied der Bruderschaft. Ah. Ja, die überraschen einen ziemlich gut, die Skorpione. Aber lässt sich alles irgendwie regeln. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, wenn es hier unten so viel Red gibt, dass wir uns ein bisschen gegen Red buffen. Red X, Red Away und Psycho. Ein paar Nuka-Colas. Holy shit. Ja, ich denke, dass wir mit ein bisschen Psycho ja besser durchkommen werden. So, das ist einer. So, hier geht's noch weiter runter, oder? Ah, da sind ein paar Fässer, aber hier sind wir wieder oben. Ja, ich vermisse irgendwie einen Gang da rein, wo es noch tiefer geht. Wobei, das geht ja hier noch tiefer. Wo geht's hier lang? Auch wieder nach oben. Wenn wir hier nicht einen Gang übersehen haben, dann geht's nicht tiefer. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das hier es schon gewesen sein soll. Ah. Von hinten? Von hinten. Überseekoffer. Na wunderbar. Was haben wir? Cool. Muni. Granate. Ist okay. Kann man mitleben. Nee, also hier unten ist nichts mehr. Das war anscheinend keine irgendwie Mini-Quest, die wir da rausschlagen konnten. Dann jetzt aber in die Polizeizellen. Und unsere Bänder rausholen. Wahrscheinlich sitzt hier auch noch ein Raider irgendwie drin. Na, ja, wir sehen noch nichts. Allerdings. Ein Terminal.
überfälliges Buch. Können wir abgeben. Na, eine eklige Kloschüssel, wo man leider nicht draus trinken kann. Und da haben wir unser Band Nummer 3. Nachricht an Robert Cooper. Magst Antiquitäten. Bobby, das haben wir doch schon besprochen. Wenn du was mit deiner verdammten Stiefschwester anfangen willst, ist das dein Bier. Aber du redest im Schlaf. Vielleicht redest du über Baseball oder du singst irgendwelche Fernsehmusik. Oder du erzählst von den drei Leichen, die Colin O'Malley in einem der Bunker von Arlington Greens vergraben hat. Willst du das Risiko eingehen? Ich sicher nicht. Tut mir leid, Robert, aber das Mädchen muss weg. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Ja, drei Leichen, mehr sage ich nicht. Ich habe drauf geachtet und es ist nicht schwer. Ja, Beweismittelterminal. Wahrscheinlich wieder ganz viele Trash-Einträge. Mord. Eine Pistole, 10 mm, keine Fingerabdrücke gefunden im Bestattungsinstitut Tucker und Söhne. Ein Überwachungsband des Parkplatzes von Tucker und Söhne. Ein Bericht über Blutspritzer. Okay. Aufzeichnung. Widerrechtliches Betreten eines Grundstücks. Ein Überwachungsband vom Friedhof. Eine Schaufel gefunden beim Verdächtigen. Eine schriftliche Beschwerde, eingereicht von Mrs. Valois. Gegen Arnis beste Begräbnisse. Weitergeleitet, ja. Eddie Winter. Holoband 3. Erhalten von Officer Hart. 7 verschickt an Doyle, kennen wir. 9 im Besitz des Commonwealth Küstenwache. 9 fehlt, glaube ich, noch. So, Brandstiftung. 2 Flaschen Flüssiggas für Feuerzeuge. Kleiner Teufel, gefunden am Tatort. 4 Taschen mit Überresten verkohlter Blätter, gefunden am Tatort. Und 8 Fax-Smileys. 8 Fax-Smileys. Keine Ahnung, von Schreiben über Versicherungsansprüche von Hausbesitzern für interne Aufzeichnung an das Revier geschickt. Ja, und Protektorsteuerung und Scheißsteuerung brauchen wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, einmal raus hier. Wir haben wieder ein Band und wissen 2 Ziffern von, keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht mehr, wofür die 0 war. Wir sammeln erst alle Bänder, wie gesagt. Und wir haben es bald komplett. Da wird Nick sich wahrscheinlich gleich den Penis abfreuen. So, wohin? Ach Quatsch, Karte. Ja, wir haben noch ein Polizeirevier hier offen. Polizei der Küstenwache und von da aus können wir zum Polizeirevier Natick. Und ich glaube, dann haben wir alle. Dann sind wir tatsächlich durch und können uns Eddie Winter schnappen, der wahrscheinlich dann noch lebt. Als Ghoul. So, dann zuerst da lang. Und ich habe es trotzdem noch vergessen. Ja, wir sehen uns bei der Tankstelle wieder. Wir sehen uns immer noch bei der Tankstelle wieder. Macht das Spaß, hier langsam rumzunudeln. Ja, Transfer, wobei erstmal, Nick. Hey, ich bin ganz Ohr. Handel. Was immer du brauchst. Ich brauche ganz viel von dir. Wie viel 50er Kaliber? Du hast noch genug 50er Kaliber Munition. Du hast ja Fusionszellen irgendwo gefunden. Aber die darfst du auch noch behalten, wenn du möchtest. Nick hatte noch ganz viel Inventarplatz. Wieso haben wir ihm nichts gegeben? Ich hatte die ganze Zeit im Hinterkopf, er hätte keinen mehr. Boah, ich hasse es, wenn sowas passiert. Ja, feuchterregende Flinte behalten wir, Löser behalten wir, Kryominen, okay, Splittergranaten können weg. Wir haben so viele davon, die sind einfach nur noch schwer und nervig. Die haben wir gefunden, das haben wir gefunden, kann weg. Und damit ist unser Gewicht erstmal gut, gesamten Schrott weg. Und wir sind noch ziemlich schwer. Tessas Faust, die Melone behalten wir, die wiegt ja auch nichts zum Glück. Ja, ein Glück, Raider-Rüstungsbein. Ja, und damit sind wir wieder bei 100 Gewicht. Gut, dann gerade mal nach Sanctuary Hills. Wobei, wie viel Geld haben wir? 3000 Caps. Ja, wir gehen nach Sanctuary Hills. Ich glaube, dass wir den Rüstungsstand jetzt bauen können. Aber den werde ich nicht bauen, denn ich habe mir flüstern lassen, dass der Rüstungsstand nicht von ihm belegt werden kann. Ja, das ist ein Level 4 Händler, der auf einen Level 3 General Goods Store gesetzt werden kann. Das heißt, wer immer hier arbeitet, so einfach ist das. Du arbeitest da nicht mehr. So, und du arbeitest da nicht mehr. Du bist jetzt Maisarbeiter. So, du
Kommst weg. Ja. Wir setzen unserem Vault-Tec-Mitarbeiter, damit wir ihn als Level 4-Händler hier beschäftigen können, jetzt einen General Goods-Verkäufer Stufe 3-Shop hin. Und damit können wir ihn dann für uns jede Menge Geld verdienen lassen. Ja, weil das ist ein Level 3-Stand, wodurch wir Level 3 Einkommen kriegen. Allerdings ist unser Vault-Tec-Vertreter ein Level 4-Stand. Ach, das ist Nick. Ja, und deswegen setzen wir den jetzt mal davor. Wo ist er denn? Da. So, einmal zum Stand bitte.